Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Erstausstattung vom ersten, beziehungsweise ab der ersten Woche bis zum dritten Monat eines Babys. Ja, ich habe einfach ein paar Sachen rausgeschrieben, die wir nicht missen wollten in dieser Zeit. Die Kleine ist jetzt schon 5 Monate alt, aber ich dachte, ich biete euch trotzdem so ein Video. Wenn ihr wollt, dass ich so etwas eventuell mache, jetzt für die nächsten Monate, dann schreibt es gerne in die Kommentare, dann mache ich das. Aber jetzt geht es erstmal von der ersten Woche bis zum dritten Monat. Viel Spaß. Ja, das Erste, was wir auf jeden Fall nie wieder missen wollen, sind Spucktücher. Also wir haben ein Spuckbaby und ja, ohne Spucktücher geht gar nichts. Spucktücher haben wir überall im Kinderwagen, in der Federwiege. Ich habe 3 im Bett für die Nacht, weil eins nicht ausreicht. Das ist einfach komplett durchgesapscht dann irgendwann. Und genau. Also Spucktücher brauchen wir auf jeden Fall und sind auch einfach super praktisch zum Stillen, zum Überwerfen in der Öffentlichkeit oder eben für die Spucke. Oder, Spucktücher braucht man zum einen zum Zudecken. Spucktücher sind einfach die genialste Erfindung, glaube ich, für uns auf jeden Fall. Ja, Spuckbaby heißt auch Bodies. Ja, Bodies brauchen wir auch richtig, richtig viele, genauso wie Dreieckstücher und Lätzchen. Das sind auch Sachen, die ich nie wieder missen möchte. Und die ich beim zweiten Kind auf jeden Fall auch in Massen kaufen werde. Ja, was heißt in Massen? Also jetzt habe ich ungefähr so 20 Bodies und das ist auch völlig in Ordnung. Da kommen wir so mit hin. Und also es kann mal sein, dass man ein Body am Tag braucht. Es gibt aber auch Tage, da brauchen wir 7 Bodies am Tag. Also ja, sie spuckt einfach sehr viel. Dreieckstücher bringen auch nicht immer etwas, weil sie meistens schwallartig spuckt und das nochmal bis zur Hose geht oder bis zu den Füßen. Deswegen Dreieckstücher sind da nicht so unser Retter in der Not. Aber zum Sabbern und so sind die auch sehr, sehr praktisch jetzt. Erst recht, wo sie zahnt, aber auch damals, als sie noch nicht gezahnt hat, waren die auch sehr, sehr praktisch, haben das Gröbste aufgefangen. Ja. Auch Lia ist auch ein absolutes Tragebaby, also ich habe sie von Anfang an getragen und unsere Trage möchten wir auch gar nicht mehr missen. Ich möchte mir jetzt auch noch ein Tuch anschaffen, aber Trage auf jeden Fall auch ein Must-Have in der ersten Zeit, weil oft gab es einfach Momente, da wollte sie einfach auf dem Arm und die ganze Zeit geschaukelt werden und da hat einfach die Trage das gebracht. Oder die Rettung in der Not gewesen sozusagen. Ja, was wir uns auch noch gekauft haben, nachdem sie geboren wurde, ist eine Wippe. Weil ich habe immer gedacht, ach, sowas brauchst du nicht. Du hast ein Laufgitter im Wohnzimmer und du hast den Nomi-Hochstuhl. Und ich dachte mir immer, sowas brauchst du nicht. Und dann war die Kleine ein paar Tage auf der Welt und ich dachte, jetzt muss ich auf Toilette und was mache ich mit der Kleinen? Ja. Unten ist es ganz einfach, ab in den Hochstuhl, der übrigens auch ein absolutes Must-Have ist, aber dazu kommen wir gleich, ab in den Hochstuhl und mit ins Bad. Fertig. Aber oben, ich kann ja nicht immer den ganzen Hochstuhl mir nach oben nehmen. Und dementsprechend habe ich uns so eine kleine Wippe von Chico gekauft, Kiko, ich weiß nicht, wie die Marke ausgesprochen wird. Die habe ich euch auf jeden Fall schon öfters mal gezeigt. Aber die, ein absolutes Must-Have, weil ja, man die kann man überall mit hinnehmen, das Baby kann man da reinsetzen, das ist so ein Spielbogen, ist da oben drüber noch ganz was Feines, muss ich wirklich sagen. Einfach nur, um das Baby überall mit hinzunehmen, wenn man mehrere Etagen hat. Wenn man jetzt eine Etage hat, wie gesagt, wir nehmen immer den Hochstuhl mit unten überall mit hin, aber wenn man wirklich mehrere Etagen hat, ist es, glaube ich, echt ein Must-Have-Produkt. Bleiben wir beim Laufgitter, beziehungsweise Ablegemöglichkeiten. Auch das Laufgitter ist ein Favorite von uns. Einfach wie gesagt ablegen und wenn man mal in der Küche ist oder so und die Kleine möchte spielen, kann man sie dort ablegen und auch der Spielbogen ist da drinnen, dann kann sie da schön spielen und schlafen tut sie da auch drinnen. Wir haben da auch extra so eine richtig dicke Matratze drinnen. Ja, also wirklich auch total top. Wir haben hier auch, der steht aber hier neben mir direkt, einen Stubenwagen. Den würde ich jetzt beim nächsten Kind einfach eher runterstellen. Weil die Babys am Anfang einfach in der Zeit noch gar nicht diese Spielmöglichkeiten brauchen. Und dementsprechend würde ich den Stubenwagen dann empfehlen für die ersten paar Monate. Und jetzt, wo sie wirklich anfängt, richtig zu spielen und sich umzudrehen und so, da würde ich dann so ein Laufgitter empfehlen. Weil da werden die Stubenwegen ja auch langsam dann gefährlich, wenn die Kinder sich drehen, könnte ich das wieder rauskrabbeln oder so.
Aber ja, für die erste Zeit werden wir es beim nächsten Kind auf jeden Fall so machen, dass wir den Stubenwagen dann erstmal runterstellen und sobald die Kinder dann wirklich erwachsener werden, größer werden, richtig spielen, dass man dann das Laufgitter benutzt. Also ja, für den ersten bis dritten Monat würde ich dann auf jeden Fall einen Stubenwagen empfehlen. Das haben wir jetzt leider nicht gemacht. Wir haben ihn jetzt leider hier oben stehen gehabt und die lag vielleicht dreimal da drin. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall beim nächsten Kind anders machen. Ja, was wir auch haben, ist ein Schaf. Der heißt Evan. Das ist ein Schaf, der macht Staubsaugergeräusche. Und das beruhigt die Kleine total. Und den haben wir auch so geliebt in der Anfangszeit. Auch jetzt gerade benutze ich den auch, wenn sie schläft. Also der ist wirklich so toll. Wie gesagt, der macht so ein weißes Rauschen, aber auch Staubsauger. Immer mit Herzschlag im Hintergrund, dass sie wirklich so das Gefühl haben, dass sie im Mutterleib sind. Und ja, wirklich ein absolutes Must-Have-Produkt. Ja, was wir auch haben, ist ein kleiner Teddy-Lautsprecher. Das ist so ein kleiner Teddybär. Und da kann man hinten die Speicherkarte reinstecken. Und auf dieser Speicherkarte ist ein Heartbeat-Sound. Und zwar ist das ihr originaler Herzschlag von damals, als sie in meinem Bauch war, also vom CTG, hinterlegt hinter ein Lied, welches ich mir ausgesucht habe. Also ich habe mir Ein Wunder von Vincent Weiss ausgesucht. Und diese Firma, die diese Teddys eben macht, hat dann ihren Herzschlag, beziehungsweise das Lied dem Herzschlag angepasst. Also es ist nicht so, dass der Herzschlag einfach dahinter ist, sondern wirklich auf den Takt genau immer ihr Herzschlag. Und das findet sie so toll oder fand sie so toll. Ich weiß nicht, woran es lag, aber dieses Lied mit ihrem eigenen Herzschlag hat einfach so viel gerettet manchmal. Also erstens ist es für mich eine wundervolle Erinnerung, aber auch sie fand das total toll. Und ja, wir machen den auch jetzt immer noch an und sie findet auch den Bären total interessant und schaut den immer an und spielt damit auch richtig. Ja, das finden wir auf jeden Fall auch toll. Und was der Bär sogar auch noch kann, ist, dass er ein Bluetooth-Lautsprecher ist. Das heißt, ja, wenn euer Kind später mal Musik im Kinderzimmer hören möchte, dann kann man da einfach mit das Handy anschließen und Musik hören. Ja, dann würde ich euch empfehlen, oder haben wir auch 2 Tage nach der Geburt gekauft, ist ein Nachtlicht fürs Bett. Das benutzen wir jetzt nicht mehr, aber damals war es einfach so unglaublich wichtig. Also ich habe am Anfang immer mein Handy genommen und mein Handy war angemacht mit der Taschenlampe. Das war aber viel zu hell und auch viel zu grell. Und deswegen haben wir uns so ein ganz kleines Nachtlicht gekauft. Das ist schön dunkel. Also hell, aber dunkel. Nicht so doll hell. Nicht so hell, sage ich mal. Ja, das ist auf jeden Fall auch ein Must-Have von mir. Einfach fürs Stillen oder fürs Wickeln abends. Da braucht man nicht das ganz Große anmachen und eventuell auch nicht den Partner wecken. Und man möchte selber ja auch nicht so wach sein, sondern möchte ja nur kurz eben stillen oder so. Deswegen ist ein Nachtlicht auf jeden Fall auch ein Produkt gewesen, was wir auf jeden Fall auch sehr häufig benutzt haben am Anfang. Dann habe ich vorhin ja schon den Nomi-Hochstuhl erwähnt. Der Nomi-Hochstuhl auch ein absolutes Must-Have-Produkt. Die Kleine ist immer, wenn sie wach ist und wir essen, dann sitzt sie immer bei uns. Und auch als Baby damals, oder sie ist ja immer noch ein Baby, aber als Neugeborenes saß sie dort immer drinne, wenn wir gegessen haben. Und das war einfach echt richtig, richtig toll. Also den würde ich auf jeden Fall auch beim nächsten Kind wieder kaufen. Ja, wir waren gerade schon bei der Nacht, bleiben wir doch beim Beistellbett. Ja, Beistellbett war so ein Thema, wo ich von Anfang an gesagt habe, ja, möchte ich auf jeden Fall haben. Und ist auch einfach wirklich richtig praktisch, muss ich wirklich sagen. Also das Kind schläft bei einem sozusagen, aber halt nicht richtig im Elternbett, sondern halt im eigenen Bett, aber halt direkt bei einem. Finde ich ganz toll, ganz tolle Erfindung und auch für Stillen. Man nimmt das Kind einfach rüber, legt sich hin. Und stillt dabei und dann legt man es wieder eben ins Bettchen. Ganz, ganz toll. Also muss ich wirklich sagen, und gibt es beim nächsten Kind auf jeden Fall auch, beziehungsweise werden wir das gar nicht erst verkaufen. Sagen wir das so. Ja, ein absolutes Must-Have-Produkt, was wir auch nicht mehr missen wollen. Noch passt sie auch rein. Sie ist jetzt, wie gesagt, 70 cm, 5 Monate groß und sie passt auch noch perfekt rein. Ja. Und wir lieben das wirklich. Ja, dann geht's zum Wickeltisch hier hinter mir. Der Wickeltisch ist auch ein Must-Have an sich, weil das Wickeln da drauf ist einfach super angenehm, perfekte Höhe und man hat alles griffbereit und so. Aber das glaube ich, ja, muss ich jetzt nicht erwähnen. Ist halt ein Wickeltisch.
Ja, was aber ein absolutes Must-Have ist und wo ich am Anfang auch dachte, ob man das wirklich braucht, der Heizstrahler. Heizstrahler, ja, das ist einfach eine Lampe, die Wärme produziert und das aufs Kind richtet sozusagen. War am Anfang wirklich unsere Rettung. Die Kleine, ja, hat total oft gefroren. Wenn man sie ausgezogen hat, klar, so kleine Babys, ne, die können die Temperatur noch nicht richtig halten. Wenn man sie dann auszieht, dann werden die einfach schnell kalt. Und die Kleine hat das richtig genossen. Die ist immer eingepennt auf dem Wickeltisch, wenn man sie da untergelegt hat. Also echt wirklich Hammer. Und auch nach dem Baden und so, ganz, ganz tolles Produkt. Und jetzt ist es leider out. Also jetzt findet sie es nur noch interessant, wenn das Licht an ist. Also sie findet eher, dass der leuchtet. Das findet sie viel interessanter als die Wärme. Aber jetzt ist sie halt auch schon größer. Sie kann die Temperatur besser halten. Aber wir werden die auf jeden Fall auch nicht weggeben, weil der fürs nächste Kind auf jeden Fall auch ein Must-Have-Produkt. Ja, dann glaube ich, wissen einige, dass meine kleine Maus ein Federwiegen-Fanatiker ist. Die Federwiege habe ich von Anfang an gekauft, weil ich einfach dachte, ja, probieren wir einfach mal aus, wie das so ist. Und ja, ich muss wirklich sagen, das war der beste Kauf meines Lebens. Sie schläft eigentlich ihren ganzen Mittagsschlaf da drin. Und wenn sie unruhig ist, wenn sie Bauchschmerzen hat, wir legen sie da rein, Federwiege an und sie schläft wirklich. Es ist einfach ein Traum. Und ja, wir würden die auf jeden Fall nie wieder missen wollen. Aber ich habe euch schon so oft mit der Federwiege vollgequatscht. Wir lieben sie einfach. Die Kleinen fühlen sich einfach, dadurch, dass sie so eingeengt sind, sehr geborgen. Und dann dieses Schaukeln die ganze Zeit. Super angenehm. Also ich stelle mir das auch super angenehm vor. Ich würde auch gerne reingehen. Ja, was dann für mich auch noch ein Must-Have-Produkt ist, weil wir ein Frühlingsbaby haben, ist ein Fußsack für den Kinderwagen und auch ein Fußsack für die Babyschale. Also am Anfang wirklich die Kleinen frieren total und dann dieses Eingemuckelte schön im Kinderwagen oder schön in der Babyschale. Ganz, ganz toll. Und ja, wir hatten einen Mucki von Oldenbälder und den, ja, da passt sie immer noch rein. Den nutzen wir jetzt auch noch, wenn es kalt ist und würden wir auf jeden Fall auch immer wieder kaufen. So, meine Lieben, das war's auch. Das waren alle Must-Have-Produkte von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, wenn ihr noch weitere Produkte kennt, die wir vielleicht nicht haben oder erwähnt haben jetzt. Dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!